Muss ich wieder alles alleine machen hier. Vielleicht geht das sogar noch etwas lauter. Ist das schon, guck mal. Hallo? Da geht noch, jawohl, so ist das doch schon ein Stück besser. Ja, Justizopfer, die gab es ja eigentlich zu allen Zeiten hier. Aber in der Vergangenheit haben sich solche Leute meistens zurückgehalten. Irgendwie hat unsere Justiz noch einen relativ guten Ruf, den sie aber absolut nicht verdient. Nur dieser gute Ruf scheint es der Grund dafür zu sein, dass die einen oder anderen, die ihr Opfer dieser Mafia werden, das lieber verschweigen und hinnehmen, als in die Öffentlichkeit zu gehen, als das öffentlich zu machen. Aber in den letzten Jahren hat sich diesbezüglich ja doch einiges geändert. Dazu gehört ja nicht nur der Fall eines Gustl Mollat, der hier ja nachweislich über 7 Jahre unschuldig von solchen Schwarzkitteln in die Psychiatrie gesteckt wurde. Obwohl er nun völlig normal ist, obwohl sicherlich ganz andere Leute in den Knast gehört hätten und nicht er in die Psychiatrie. Sogar im Fernsehen bekommt man das hin und wieder mit, wenn dann also solche Sachen laufen. Und auch in der Presse findet man Berichte, wie die Justiz ihre Justizopfer im Stich lässt. Man muss es mal ganz klar sagen, die Jungs hier in ihren schwarzen Kitteln, das ist eine einzige Mafia. Für mich sind das Verbrecher. Und ich habe da schon seit Jahren kein Problem mit, dies auch öffentlich kundzutun. Meine Internetseite, man kann bei Google googeln, Beamtendom einfach eingeben, die hat ja viele solcher Fälle hier parat. Heute sind wir hier unter einem Motto, das ich jetzt mal nennen will, Professor Bayut und die Seifenblasenpistole. Das ist für die Eingeweihten eigentlich etwas schwierig, weil Professor Bayut hat man alles Mögliche vorgeworfen, nur die Seifenblasenpistole eigentlich nicht. Es ist aber sehr schön zu erkennen, dass die wirklich wie eine Mafia agieren, dass aus einer Geschichte eigentlich, die mal ursprünglich um Professor Bayut ging, inzwischen alle möglichen Unterstützer von diesem Schwarzkittelpack hier auch angegriffen werden und versucht werden, mundtot zu machen und verarscht zu werden. Das Dumme ist, sie sind hier bei mir an den Falschen geraten. Ich bin nicht derjenige, der sich von denen verarschen lässt. Und eigentlich hätte sich das hier auch längst schon mal rumsprechen sollen, weil eigentlich bin ich bei allen Gerichten hier so weit bekannt, dass man weiß, mich verarscht man besser nicht. Ja, fangen wir mal mit Professor Bayut an. Ein Marokkaner, der in Essen im Nordviertel gewohnt hat, bei irgendwelchen lieben Nachbarn, die alle überhaupt nicht ausländerfeindlich sind. Das sind alles ganz liebe Menschen. Und weil diese lieben Menschen die Ausländer so lieben, aus lauter Liebe dann schon mal die Namensschilder abgerissen haben von der Tür, vom Postkasten, die Autos der Familie regelmäßig kaputt gemacht haben, Spiegel abgebrochen, Scheibenwischer kaputt gemacht haben, Zierblenden abgerissen oder auch Professor Bayut und seine Freunde angegriffen haben, teilweise mit Latten, aus natürlich höchster Ausländerliebe, also sie sind nicht ausländerfeindlich, sondern das haben die gemacht, weil sie eben so nette Nachbarn sind, sind wir eigentlich auf diese Sache so ein bisschen aufmerksam geworden. Die Sache von Professor Bayut ist ziemlich merkwürdig. Er hat also circa 40 Strafanträge gestellt, hauptsächlich oder viele gegen seine Nachbarn, die halt da so auffällig geworden sind. Und irgendwie, ja,
unsere Justiz sah da überhaupt keine Notwendigkeit, mal irgendetwas zu unternehmen. Sämtliche Strafverfahren, die Professor Bayouth gestellt hat, wurden also von der Staatsanwaltschaft eingestellt mit dem schönen Spruch, dass das ja alles nur so Nachbarschaftsstreitigkeiten wären. Da gibt es ja überhaupt kein öffentliches Interesse. Bei unserer Vergangenheit ist ja nun Ausländerfeindlichkeit wahrscheinlich noch normal. Also die gibt es ja nicht wirklich, sowas muss man totschweigen. Und aus diesem Grund wurden die Verfahren erst gar nicht verfolgt. Das Merkwürdige ist dagegen, dass diese Leute, die also sich hier als so kleine Nazis herauskristallisiert haben, dann im Gegenzug auch immer Professor Bayouth angezeigt haben. Und merkwürdigerweise sah die Staatsanwaltschaft hier dann immer Handlungsbedarf. Das heißt, die ungefähr 40 Strafanträge von Professor Bayouth wurden regelmäßig eingestellt, die er gestellt hat gegen seine Angreifer, gegen seine Nachbarn, die Autos beschädigt haben und, die ihn angegriffen haben und seine Freunde eingestellt, nicht verfolgungswürdig, aber gegen ihn ist man dann brav vorgegangen. Das ging dann so weit, wir haben auf unseren Internetseiten ein Telefonat veröffentlicht, das heißt, verlinkt muss man sagen, nicht veröffentlicht, veröffentlicht ist ein bisschen gefährlich in Deutschland, verlinkt haben wir dies, das Telefonat ist irgendwo im Ausland gehostet, wo eine Polizistin aus Essen, Professor Bayouth, anruft und in diesem Telefonat zum Ende des Gesprächs sagt, Herr Bayouth, wissen Sie, was Sie sind? Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind ein totaler Vollidiot. So etwas sagen also deutsche Polizisten zu unseren deutschen Bürgern. Diese Frechheit besitzen sie, weil sie ja nicht wissen konnten, dass ihr Telefonat aufgezeichnet wurde. Natürlich ist die Berichterstattung, der Kommentar, den die gute Frau darüber geschrieben hat, völlig anders und überhaupt nicht mit dem Telefonat vereinbar. Das heißt also, die Polizistin macht ein Protokoll und schreibt, sie hätte in dem Telefonat Professor Bayouth über seine Rechte aufgeklärt. Man kann ganz schön sagen, das hat diese blöde Polizistin nicht gemacht. Und sie hat es nicht gemacht, da ist nie die Rede von, sondern sie hat eben Professor Bayouth als totalen Vollidiot bezeichnet. Dafür behauptet sie, dass Professor Bayouth sie irgendwie als sadistische Organisation oder sowas ähnliches bezeichnet hätte. Das Telefonat zeigt, die Polizistin lügt. Auch hier. Irgendwann, das ist wohl wahr, nachdem die Polizistin den Professor als totalen Vollidioten bezeichnet hat, hat er sie als Schlampe bezeichnet. Aber das war wie gesagt danach und man kann dies ja dann jetzt nicht zu seinen Lasten machen. Diese Polizistin hat noch mehr gemacht. Sie hat ihm also eigentlich genötigt, denn sie hat ihm gedroht und hat gesagt, sie würde in 2 Tagen mit dem SEK bei ihm einrücken. Was sie dann ja auch gemacht haben, denn 2 Tage später wurde Professor Bayouth verhaftet und in die Krawele gesteckt. Jetzt haben wir eine bestimmte Situation, wenn jemand in Haft ist, dann gibt es ein sogenanntes Beschleunigungsgebot. Denn jemand, der in Untersuchungshaft ist, ist ja grundsätzlich erstmal unschuldig. Schuldig ist man ja nur dann, wenn ein Gericht zweifelsfrei ein Urteil gefällt hat, eine Schuld festgestellt hat und das Ding auch noch rechtskräftig ist. Heißt also, jeder U-Häftling ist im Moment seiner Haft unschuldig. Und aus diesem Grund gibt es dieses sogenannte Beschleunigungsgebot. Die Gerichte müssen alles machen, um so einen Fall möglichst schnell zum Abschluss zu bekommen. Mache eine kleine Wechselpause. So. Das sah in Essen folgendermaßen aus, dass man einen Verhandlungstermin, 20. Oktober, erstmal abgesagt hat. Jetzt würde der ein oder andere denken, wieso denn abgesagt? Beschleunigungsgebot muss doch heißen, möglichst schnell. Hier ist man hergegangen und hat den Termin um 2 Monate verschoben. Das heißt, der Termin, der eigentlich am 20. Oktober stattfinden sollte, sollte nun am 16. Dezember stattfinden.
Zumindest auf dem Papier. In Wirklichkeit sollte er wahrscheinlich überhaupt nicht stattfinden. In Wirklichkeit war dieser Termin höchstwahrscheinlich rein getürkt. Professor Bayut hatte auch ein ganz besonderes Glück, weil er bekam eine Richterin, die in der Vergangenheit schon für Aufsehen gesorgt hat in der deutschen Presse, in der Öffentlichkeit, und die eigentlich laut Geschäftsverteilungsplan ursprünglich gar nicht für ihn zuständig gewesen wäre. Ihr Aufgabengebiet war dann irgendwo sowas mit K, und Mustafa Bayut hat mit K nicht so richtig viel zu tun. Diese Frau, ich nenne sie gerne Richterin Lügenhagen, das hat für mich den Vorteil, dass man mich nicht wegen Beleidigung rankriegen kann, ist ja nicht ihr richtiger Name. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Name Lügenhagen es ziemlich gut trifft. Ich glaube, jeder dürfte wissen, was damit gemeint ist. Und diese Lügenhagen geht also wahrscheinlich jeden Tag hin und lügt, wenn sie schon behauptet, sie würde ein Urteil im Namen des Volkes fällen. Diese Richterin war mal Staatsanwältin in Bochum, und der leitende Oberstaatsanwalt der Behörde war der Meinung, diese Frau ist nicht mehr tragbar für sein Amt. Er wollte sie loswerden. Er warf dieser Frau vor, sie sei unloyal, hinterhältig und unaufrichtig. Das sind ja nun nicht gerade gute Eigenschaften. Hinterhältig, unaufrichtig und unloyal. Wer will denn solche Mitarbeiter haben? Man wollte sie also loswerden, und sie hat gesagt, okay, wenn ihr mich loswerden wollt, ich gehe gerne, dann möchte ich als Richterin in Essen werden. Hallo? Eine Frau, die unaufrichtig ist, unloyal, hinterhältig, sowas kann man doch nicht zur Richterin machen. Und das geht doch schon mal gar nicht. Unser heutiger Innenminister, ein Herr Jäger, der war damals noch in der Opposition, die CDU war in der Regierung, und meinte genau dieses, der meinte damals ganz groß, dass wenn irgendwas an den Vorwürfen gegen die Richterin Lügenhagen dran wäre, dass sie dann im Richteramt nichts zu suchen hätte. Ich glaube, das sieht ungefähr jeder so. Und da ich für eine Volkswahl der Richter auf Zeit plädiere, muss man ganz klar sagen, diese Frau hätte meines Erachtens keine Chance, von dem Volk jemals zur Richterin gewählt zu werden. Welches Volk sollte eine Richterin wählen, die vorher schon als Staatsanwältin auffällig geworden ist und eigentlich völlig sich daneben benommen hat? Es gab da zum Beispiel auch den Vorwurf, dass sie Bußgelder, die sie verteilen musste, etwas sehr merkwürdig verteilt hat. Zum Beispiel bekam die Schule, bei der ihre Tochter zur Schule ging, zur Uni, bekam von ihr einen Spender aus, nicht von ihr, sondern von den Geldern, die die Leute einbezahlt haben, also Geld, das der Staatsanwalt dann gekriegt hatte. Diese Uni bekam, das ist nicht ganz raus, zwischen 750.000 und 900.000 Euro. Und ganz ehrlich, ich glaube, jeder Mensch wird mir zustimmen, so eine Frau kann man als Richterin wirklich nicht gebrauchen. Die hat im Richteramt nichts zu suchen. Ja, diese Frau war also jetzt die Richterin von Professor Bayut und hatte einen neuen Termin verlegt vom 20. Oktober auf den 16. Dezember. Aber dieser Termin, 16. Dezember, fand auch nicht statt. Er sollte wahrscheinlich auch niemals stattfinden. Wir haben am 15. Dezember davon erfahren, dass der Termin abgesagt wurde, angeblich weil Professor Bayut transport- und verhandlungsunfähig gewesen sein sollte. Wir sind dann trotzdem hin und mussten mit Erstaunen feststellen, dass die Richterin an diesem Tag ganz viele Verhandlungen hatte. Ganz ehrlich, wenn diese Frau ein Tag oder drei Tage vorher die Verhandlung gegen Professor Bayut abgesagt hätte, weil an diesem Tag ihr bekannt geworden wäre, dass er verhandlungsunfähig wäre, hätte sie es niemals geschafft,
so schnell Ersatzverhandlungen ranzukriegen. Man muss ja Briefe schreiben, man muss die Leute einladen, die haben ein Recht auf eine Zeit. Man kann nicht sagen, morgen ist Verhandlung, das geht alles nicht, Zeugen müssen geladen werden. Das heißt, dieser Termin, 20. Dezember, nein, 16. Dezember, 16. Dezember, das war nur ein sogenannter Papiertermin oder Verschiebetermin. Das heißt, es sollte nur so aussehen, als hätte sie vorgehabt, die Verhandlungen zu führen. Ja, Professor Bayut ging es im Knast nicht besonders gut. Er hatte sich auch auf einen Hungerstreik aufgrund der ganzen Geschichte hier eingelassen, musste zwischendurch auch nach Fröndenberg gebracht werden, war also mehrfach auch im Krankenhaus. Und dieses Krankenhaus in Fröndenberg behauptet also, dass es ein Attest, Professor Bayut sei nicht verhandlungs- und transportfähig, von ihm nie gegeben hätte. Merkwürdig, dass also die Richterin hier etwas völlig anderes behauptet. Wir sind diese Richterin los, weil wir haben ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag für Professor Bayut demonstriert. Könnte man jetzt sagen, am zweiten Weihnachtsfeiertag vom Amtsgericht eine Demo macht vielleicht nicht richtig Sinn. Ich bin mir aber sicher einmal, dass es genau der richtige Zeitpunkt war, weil es ging auch darum, das Leben von Professor Bayut zu schützen, dass dort wirklich damals auf Messerschneide war. Und ich bin mir auch sicher, dass die Jungs vom Gericht sehr genau mitbekommen haben, dass wir dort waren. Vom Knast, die haben es mitbekommen. Vom Knast haben wir einen sehr schönen Kommentar auf meiner Internetseite, Beamtendumm, einfach googeln, Beamtendumm, nicht dumm, sondern dumm, googeln, wo ein, ich nenne ihn Nazi Ronny, einen Kommentar hinterlässt mit folgenden Worten: 1945 hätte man euch alle erschossen. Schade, dass wir 2014 schreiben. Dezember war ja noch 2014. Ich würde sowas als Volksverhetzung bezeichnen und habe diesbezüglich Strafantrag gestellt. Übrigens, wir müssen nicht bei der Staatsanwaltschaft in Hessen, weil die ja in Hessen informiert ist, und die Staatsanwaltschaft und die Knast, die haben ja auch so eine nicht nur räumliche Nähe, dass ich gedacht habe, es ist besser, wenn man das in Duisburg anzeigt. Bei Straftaten im Internet ist das eigentlich möglich. Gestern habe ich Post bekommen von der Staatsanwaltschaft Duisburg. Sie haben das Strafverfahren nach Essen abgegeben. Tja, dann kann man sich schon mal ungefähr an fünf Finger abzählen, wie die Sache wohl ausgehen wird. Das heißt also, unsere Demo am zweiten Weihnachtsfeiertag ist nicht unbemerkt geblieben. Das war ja auch so beabsichtigt und wir hatten dann die Rückmeldung aus dem Knast, dass also die Repression gegen Professor Bayut auch teilweise rückläufig war. Das heißt, wir hatten also auch einen gewissen Erfolg. Übrigens, Professor Bayut steht hier mit der roten Mütze, er lebt also noch, also auch da waren wir erfolgreich. Und wenn er hier steht, heißt es auch, er ist nicht mehr im Knast, aber da komme ich dann gleich noch dazu. Im Januar wurde dann tatsächlich auch mal verhandelt, ob dieser Termin stattgefunden hätte, ohne unsere Demo, ohne unsere Veröffentlichung im Internet, ist natürlich schwer zu sagen. Vielleicht hätte man hier wieder einen Verschiebetermin daraus gemacht. Auf jeden Fall, es wurde verhandelt mit großen Repressalien gegen die Zuschauer, gegen die Öffentlichkeit, gegen die Leute, wo die vorgeben, sie würden die Urteile im Namen der Leute machen. Gegen diese Leute sind sie also doch massiv auch vorgegangen. Also Öffentlichkeit war denn überhaupt nicht lieb. Es wurde nicht gestattet, Notizen zu machen, obwohl dies laut höchstrichterlicher Rechtsprechung erlaubt ist. Es wurden Leute aus diesem Grund, vermutlich aus diesem Grund, es wurde ja keiner genannt, rausgeworfen, ich musste den Sitzungssaal verlassen, auf meine Verlangen, mir einen rechtsmittelfähigen Beschluss zu geben, um mir mitzuteilen, warum ich den Sitzungssaal verlassen muss, habe ich bis heute keine Reaktion. Auf eine Dienstaufsichtsbeschwerde vom 20. Januar ist bisher auch nichts erfolgt. Es muss ja unheimlich schwer sein, die Richterin mal zu fragen, warum sie mich denn rausgeworfen hat. Scheint nicht so einfach zu sein.
dass ich allerdings mit meiner Auffassung richtig liege, dass man nämlich Notizen machen darf, hat man dann gesehen, dass nach der Dienstaufsichtsbeschwerde am nächsten Sitzungstag niemand mehr rausgeworfen wurde oder Notizblöcke abgenommen wurden. Rausgeworfen wurde aber noch einer, das ist der Professor selber. Denn der gute Mann, der hatte ja die Frechheit besessen, sich zu verteidigen. Geht ja schon mal gar nicht. Leute zu fragen, warum sie lügen im Gericht, das geht doch schon mal gar nicht. Also musste man den Mann erstmal loswerden, damit man in Ruhe ohne ihn verhandeln kann. Das hat man dann auch getan. Und gegen die Richterin liefen natürlich Befangenheitsanträge. Wie gesagt, wir nennen diese Richterin Lügenhagen. Sie hat auch hier gelogen. Sie hat also gesagt, dass am dritten Verhandlungstag über den Befangenheitsantrag entschieden werden würde. Ich selber war am dritten Verhandlungstag nicht da. Glaube ich zumindest. Ich war nicht da, ne? Nee. Aber die Sache entwickelte sich anders. Am dritten Verhandlungstag wurde nicht über den Befangenheitsantrag entschieden, sondern die Richterin hat kurzerhand mal eben gesagt, wir, das Amtsgericht, sind doch gar nicht dafür verantwortlich. Die Sache soll das Landgericht machen. Das Landgericht hatte früher schon mal entschieden, dass das Landgericht dafür nicht zuständig wäre. Ist natürlich super. Wenn das Amtsgericht nicht zuständig ist und das Landgericht auch nicht, ich meine, dann müsste man so einen Mann ja eigentlich gleich wieder rauslassen. Wenn keiner dafür zuständig ist, wenn keiner irgendwo was sieht, verstehe ich nicht, warum man den Mann da behält. Aber irgendwie hat das Landgericht dann Mitleid gehabt mit Richterin Lügenhagen. Wie gesagt, ihr Chef von der Staatsanwaltschaft hat dieser Frau vorgeworfen, Illoyalität, Hinterhältigkeit, Unaufrichtigkeit. Und das bestätigt sich ja auch in dem Vorgehen im Januar am dritten Verhandlungstag oder im Februar am dritten Verhandlungstag, als dann eben nicht über den Befangenheitsantrag entschieden wurde, als dann die Richterin gesagt hat, ich gebe das jetzt mal wieder ans Landgericht ab. Das Landgericht hat wahrscheinlich, wie gesagt, Mitleid gehabt und hat gesagt, okay, wir nehmen das jetzt. Juristisch korrekt kann ich das nicht sehen, ist das nicht der Fall. Und trotz alledem will ich mal kurz, bevor ich auf die Seifenblasenpistole noch etwas näher eingehe, wir sehen, wie hier aufstehen, will ich mal noch die Entlassung vom Professor Bayut thematisieren. Das heißt, vor zwei Tagen hat also die Polizei ausgesagt, die als Zeugen geladen wurden. Und Professor Bayut hat dann der Polizei selber auch Fragen gestellt. Und die Fragen waren wohl so brisant, dass die Richterinnen die Polizisten darüber aufgeklärt haben, dass sie keine Fragen beantworten müssen, wo sie sich selbst belasten. Zumindest ein Polizist hat also dann von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, um sich nicht selbst zu belasten. Das ist wichtig. Nicht, weil er mit Professor Bayut verwandt ist, sondern er hat von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, um sich nicht selbst zu belasten. Der andere Polizist soll dann wohl so ein paar Erinnerungslücken gehabt haben. Und das führte wohl dazu, dass man die Zeugenaussage der Polizei vom Gericht aus nicht mehr als besonders glaubwürdig einstufen konnte. Ich meine, wenn ein Polizist also Fragen nicht beantwortet, um sich nicht selbst zu belasten, dann ist das mit der Glaubwürdigkeit natürlich auch ein bisschen hin und schwierig. Ja, am Abend vor zwei Tagen wurde der Professor aus dem Knast entlassen, weil es keinen dringenden Tatverdacht mehr gibt. Mein gut, wenn einer 40 Strafverfahren hat, ungefähr, ich will jetzt mal die genaue Zahl, weiß ich nicht, sag mal ungefähr 40 Strafdinger hat. Hier ging es jetzt nur um die großen Sachen. Die großen Sachen waren also angeblich schwere Körperverletzungen, weil er sich nicht hat den Schädel einschlagen lassen, weil er versucht hat, seinem Angreifer eine Holzlatte abzunehmen, die man ihm auf den Kopf gehauen hat. Er hatte eine Schädelprellung, er hatte eine gebrochene Hand. Darf man in Deutschland nicht. Muss sich totschlagen lassen. Dann kommst du in eine Bildzeitung und wirst als Held gefeiert. Dann kommen sie also her und sagen, hurra, da war aber wieder einer, der Zivilcourage zeigen wollte, der hat sich wenigstens anständig totschlagen lassen. Aber wehe, du wehrst dich auch noch gegen deine Angreifer
dann landest du ganz schnell wie Professor Bayoud im Knast. Ja, es gab also keinen dringenden Tatverdacht mehr bei den großen Sachen und aus diesem Grund wurde er entlassen. Das war ja schon mal eigentlich ein Hammer, nach fast 6 Monaten endlich da wieder rauszukommen, wo er von Anfang an gesagt hat, das ist ja alles hier eine getürkte Sache, das stimmt von vorne bis hinten nicht. Aber eigentlich kam der eigentliche Hammer gestern nochmal, weil die Verhandlung ging ja trotz alledem weiter. Gestern wurde die Tochter eines Nachbarn befragt, die gesagt hatte, die gesagt hatte, sie hätte Professor Bayoud beobachtet, wie er im dritten Stock am offenen Fenster eine Waffe gereinigt hätte. Ich meine, das ist ja schon mal von vornherein ziemlich blöd. Wer geht eigentlich hin und putzt an einem offenen Fenster eine Waffe, wenn er die noch nicht mal besitzen darf? So ganz normal kann das ja eigentlich nicht sein. Man muss sich aber auch die Frage stellen, wenn ich da oben hochgucke, ob ich da wirklich zweifelsfrei sehen könnte, ob da einer mit einer Waffe putzt. Besonders da die Dame ja anscheinend ein paar Sehprobleme hatte. Sie hat nämlich nicht gesehen, dass Professor Bayoud an dem Tag einen Arm im Gips hatte. Der Vater der Dame hatte nämlich ein paar Tage zuvor bei einem Angriff die Hand von Professor Bayoud gebrochen. Und aus diesem Grund trug er eine Gipsschiene. Die große Gipsschiene hat sie also nicht gesehen, die kleine Waffe will sie aber gesehen haben. Die ganze Sache klang für einige Leute doch sehr unglaubwürdig und gestern dann die Bombe, die Aussage der Zeugin, das hat sie erfunden. Sie hat das mit der Waffe erfunden auf Druck ihres Vaters, der Nachbar von Professor Bayoud war. Das war natürlich für das Landgericht erstmal ein Schock. Dann war die Verhandlung gestern auch ganz schnell zu Ende, schon um 12:30 statt um 17 Uhr. Und es bestätigt sich das, was wir hier von Anfang an gesagt haben, dass die ganze Geschichte um Professor Bayoud ein Riesenskandal ist, der man durchaus mit einem Gustl Mollat auch vergleichen kann, auch wenn er nicht so in der Öffentlichkeit bisher ist. Er ist schon in der Öffentlichkeit, das heißt im Internet finden Sie genug, wenn Sie Mostafa Bayoud oder Professor Bayoud eingeben oder aber Beamtentum, finden Sie sicherlich einige Geschichten. Jetzt wollen wir mal langsam zu der Seifenblasenpistole kommen. Ich möchte Ihnen mal so eine Seifenblasenpistole zeigen. Ein ganz gefährliches Ding. Nichts für sehr sensible Menschen. Es geht hier um dieses Plastikteil. Ein Kinderspielzeug. Bei der Demo für Mustafa Bayoud wurde auch so eine Seifenblasepistole angemeldet. Die Polizei in Essen hat die Verwendung der Seifenblasenpistole bei der Demo verboten. Verboten mit der Behauptung, so eine Seifenblasenpistole sei mit einer echten Waffe zu verwechseln. Das ist sowas von kindisch, sowas von lächerlich, sowas von dumm. Ich hätte jetzt, weil man da kein Rechtsmittel einlegen kann, sofort hier zum Verwaltungsgericht gehen können, um dagegen zu klagen. Aber ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, das ist doch sowas von peinlich. Du kannst doch nicht wegen einer Seifenblasenpistole zum Verwaltungsgericht ziehen. Ich habe also der Essener Polizei noch eine Chance gegeben und habe eine Woche später die Seifenblasenpistole wieder angemeldet für die Demo. Bei der ersten Demo, wo die Seifenblasenpistole verboten war, habe ich sie natürlich nicht dabei gehabt, aber ich habe ein Foto der Seifenblasenpistole dabei gehabt. Dieses Foto habe ich den anwesenden Polizisten gezeigt und habe gesagt, Jungs, das ist doch peinlich, was ihr hier macht. Ihr wollt mir eine Seifenblasenpistole verbieten, weil die Ähnlichkeit hat mit einer echten Schusswaffe. Habt ihr den Schuss nicht mehr gehört? Der Polizist hätte auch gerne das Bild mitnehmen können, aber er wollte es nicht haben.
Ich habe dann also auf der Demo das Bild von der Seifenblasenpistole gezeigt, ohne die Seifenblasenpistole selber einzusetzen. Als bei mir auch beim zweiten Termin, bei der zweiten Verhandlung eine Woche später, die Seifenblasenpistole wieder verboten hat, habe ich gesagt, jetzt reicht's, jetzt muss ich dann doch mal zum Verwaltungsgericht. Ich bin dann hier zum Verwaltungsgericht gefahren und habe hier Klage erhoben. Eine Klage in der Hauptsache und ein Einverfahren. Der zuständige Richter ist sogar runtergekommen, hat sich das angeguckt. Ich habe ihm das gezeigt und er fand es lächerlich. Er hat selber gelacht. Er hat gesagt, nein, das kann es ja nie sein. So etwas kann man nicht mit einer echten Waffe verwechseln. Ich war mir also klar, ich würde die Sache gewinnen und ich habe sie auch gewonnen. Ich habe sie gewonnen deswegen, weil der Polizei natürlich die Klage zugestellt wurde und die Polizeipräsidentin in Essen dann gesagt hat, wir halten das Verbot der Seifenblasenpistole nicht mehr aufrecht. Wir halten das Verbot der Seifenblasenpistole nicht mehr aufrecht. Der Schreiber darf bei der Demo seine Seifenblasenpistole benutzen. Die sieht wohl doch nicht so aus wie eine echte Waffe. Diese Seifenblasenpistole wurde aber nicht nur bei dieser Demo eingesetzt, sondern bei vielen Demos vorher sehen Sie auch schon, dass da mit Seifenblasen hantiert wird und dass hier solche Dinge eingesetzt werden, ohne dass da irgendwas passiert. Hurra, ich habe also gewonnen. Wenn ich gewonnen hätte, würde ich hier nicht vor diesem Drecksbau stehen, wo dieses kriminelle Dreckspack hier in ihren schwarzen Kittel agiert. Man kann es kaum glauben, was dieses Dreckspack daraus gemacht hat. Wer hat denn die Bilder? Ach ja. So. Man kann es also, kannst du das mal gerade halten, für ihn vielleicht für die Kamera und für die anderen erstmal diese Seite. Also, weil die Polizei in Essen meinte, eine Seifenblasenpistole, wie ich die gerade gezeigt hatte, könne man mit einer echten Waffe bewechseln, musste ich beim Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen hier klagen. Daraufhin hat die Polizei das Verbot zurückgenommen. Und hier so ein Schwachmatenrichter von diesem Verwaltungsgericht meint aber dennoch, dass ich die Kosten zu tragen hätte. Ich als der Gewinner. Ich habe das Verfahren hier gewonnen. Es gab ja keins durch die Zurücknahme der Polizei. Die Polizei hat also ihr Verbot zurückgenommen. Ich wurde gezwungen, von denen hier zu klagen und soll nun auch noch, weil es hier so einen kriminellen Dreckspack in den Kopf kommt, in die Birne kommt, soll hier noch die Kosten tragen. Warum? Hier verwechselt wieder mal so ein Schwarzkittel die richterliche Unabhängigkeit mit Willkür. Denn er schreibt ja auch, dagegen ist kein Rechtsmittel möglich. Wäre dagegen Rechtsmittel möglich, müsste ich hier nicht stehen, dann würde ich in die nächste Instanz gehen. Aber nein, sagt er, und nur deswegen macht das, weil man nicht in die nächste Instanz kann. Sagt er, du bezahlst hier die Kosten. Über was für Kosten reden wir denn hier? Machen wir die nächste Seite. Über was für Kosten reden wir denn hier? Diese Seifenblasenpistole kostet bei Volvat 4,99 Euro. Dieser Schwarzkittel hier macht daraus einen Streitwert von 5.000 Euro. 5.000 Euro soll diese Seifenblasenpistole wert sein. Das heißt, ich müsste 1.000 Stück kaufen, um auf einen Streitwert von 5.000 Euro zu kommen. Oder anders ausgedrückt, von unseren 10 Demonstranten müsste jeder 100 davon, nein, das ist falsch gerechnet, egal, doch, kommt hin, doch, müsste jeder 100 von uns davon also im Besitz haben, um auf einen Streitwert von 5.000 Euro zu kommen. Und wir reden über Kosten von über 600 Euro. Über 600 Euro soll ich bezahlen für eine Seifenblasenpistole, die mir irgendwelche Schwachmatenpolizisten in Essen verboten haben, ihr Verbot dann zurückgenommen haben und gesagt haben, ja doch, man darf diese Seifenblasenpistole verwenden. Diese Seifenblasenpistole ist nicht mit einer echten Waffe zu verwechseln.
Aber hier sagen die Deppen, 600 Euro sollst du bezahlen, weil ihr da ein bisschen bescheuert seid. Aber sicherlich nicht mit mir. Ich meine, ich habe ja nichts zu befürchten, als auch da sieht man mal, wie bescheuert die sind. Die Polizei würde ihnen die Kosten ja wenigstens erstatten, weil sie es erstatten müssen. Bei mir ist ja noch nicht mal was zu holen. Ich kann das Lächeln aussitzen, aber ich bin nicht bereit, das Lächeln auszusitzen. Es wird Zeit und ich würde eigentlich jedem raten, wenn er so etwas Unglaubliches erlebt, auf die Straße zu gehen. Der Beamtendom-Förderverein ist jederzeit bereit, Justizopfer hier in dieser Gerichte zu unterstützen. Dafür bin ich bekannt. Ich darf vielleicht auch noch was über meine eigene Person sagen. Wir haben ja jetzt viel über Mustafa Bayut gesprochen. Wie gesagt, diese Seifenblasenpistole wurde zu Demozwecken bei Professor Bayut eingesetzt. Ich darf was über die eigene Person sagen. Ich habe letzte Woche Post bekommen von meinem Rechtsanwalt. Und der hat mir mitgeteilt, die Staatsanwaltschaft Essen hat ein Strafverfahren gegen mich eingestellt. Es war das 15. Strafverfahren. Seit 1996 wohne ich wieder in Gelsenkirchen und habe in dieser Zeit 15 Strafverfahren oder Ermittlungsverfahren, nicht alles ganz zur Anklage, hinter mir. Ich habe von den 15 Verfahren 15 gewonnen. 100%. Ich glaube, da sollte jeder mitkriegen, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Ich möchte auch mal ganz klar meine Brille runter machen, ich muss mich nicht verstecken. Ganz klarer Fall, wenn jemand 15 Mal angeklagt wird und wird 15 Mal freigesprochen, dann ist er ja entweder der größte Verbrecher und die können einfach nichts, oder es ist ein Riesenskandal, dass sie 15 Mal irgendwelche unschuldigen Leute anklagen. Und genau das ist hier der Fall. Und ich stehe weiterhin hier und sage, ich bin wahrscheinlich auch Deutschlands meistverhafteter Mensch. Ich komme bisher auf 18 Verhaftungen. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn jemand 15 Mal angeklagt ist und 15 Mal gewinnt, wofür geht er dann in Haft? Man hat mich hier auch diese Schwarzkittel, nicht an diesem Gericht, sondern an einem anderen in Gelsenkirchen, zweimal verhaften lassen wegen einem T-Shirt mit der Aufschrift Prozessbeobachter. Hätte man mich in China verhaftet, dann hätten die ein Riesenfass aufgemacht und würden mir ein Bundesverdienstkreuz geben. Systemkritiker wäre ich dann, Bürgerrechtler. Aber wenn Sie sich in Deutschland ein T-Shirt machen lassen mit der Aufschrift Prozessbeobachter, landen Sie im Knast und jeder tut so, als sei das völlig normal. Ja, ich habe es auch mal geschafft, in einem Verfahren, was ich am Ende gewonnen habe, viermal verhaftet zu werden. Viermal. Das ist alles unglaublich, das war sogar meine erste Geschichte. Ich habe damals 5 Fotogeschäfte gehabt, also eigentlich eher ein Geschäftsmann als ein Krimineller. Bin dann von 2 Personen angegriffen worden, weil ich körperbehindert bin. Die haben gedacht, hier mit dem haben wir ein leichtes Spiel. Was sie nicht wussten, ich habe 3 Angriffe abgewehrt. Den 4. Angriff habe ich dann mit Tränengas beendet. Das war damals noch erlaubt, das war so 1990. Ich kriegte dann erstmal Post, dass das Verfahren eingestellt wäre, kein öffentliches Interesse, Geringfügigkeit, Gegenseitigkeit, so nach dem Motto, wenn mich einer angreift, muss er auch damit rechnen, dass ich mich wehre. Ich sehe das genauso und wahrscheinlich wird dann eigentlich jeder so sehen. Wenn ich ihn angreife hier oder Professor Bayut und kriege was auf die Fresse, darf ich mich nie beschweren. Oder wenn eine Polizistin ihn anruft und sagt, sie sind ein frontaler Vollidiot und er sagt, hier willst du mir drohen, Schlampe, dann ist sie auch selber schuld, die hätte ihn ja nicht vorher beleidigen müssen. Bei mir ähnlich, also wer mich angreift, muss er bitte weg, dass ich mich auch verteidige. Das Verfahren wurde zunächst eingestellt. Es gab aber dann trotzdem eine Verhandlung, die nicht zu Ende geführt wurde, die dann beendet wurde. Und es gab eine zweite Verhandlung dann Monate später. Zu diesem Termin ist der Staatsanwalt nicht erschienen. Ich war da, pünktlich da, sämtliche Zeugen waren da. Ich habe mehrfach mit der Richterin gesprochen, warum denn der Staatsanwalt nicht kommt. Keiner wusste es, dann bin ich wieder gegangen. Später hat man mich verhaften lassen mit der Begründung, ich sei nicht zur Gerichtsverhandlung gekommen. Also ich kann Ihnen versprechen, ich bin kein Staatsanwalt. Der nicht zur Verhandlung gekommen war, war der Staatsanwalt und ich war da. Das
Dafür wurde ich dann erst einmal 3 Stunden verhaftet, wurde dann zum Gericht gebracht und dort dann erstmal wieder auf freien Fuß gesetzt. Dann wurde ich, ich musste mich jede Woche melden, habe ich auch gemacht, dann wurde ich auf der Wache von einem Polizisten dort bedroht. Interessanterweise wurde dieser Polizist 1-2 Wochen später festgenommen. Morgens um früh, 3-4 Uhr, das war aber nicht in Gelsenkirchen, das war in Hohenstein-Ernsthal bei Chemnitz, weil dieser Polizist hatte so ein kleines Nebengeschäft. Das, was er als Polizist erfahren hat, hat er versucht, noch durch Erpressung ein paar Euro dazu zu verdienen. Und bei einer gespielten Geldübergabe ist er hinter dem Landratsamt in Hohenstein-Ernsthal morgens um 3 Uhr gefahren. Da ich nach der Bedrohung dann nicht mehr dorthin bin, hat man mich dann wieder verhaftet und ich war dann 8 Tage in Chemnitz. Kassberg hieß das Ding, das war damals auch früher was auf dem Stasi-Knast, das war schon verhaftet. Ja, als ich dann 8 Tage raus war, hat man mir also erzählt, dass ich endlich das zu Ende führen. Das hielt man aber auch nicht für nötig, es sind wieder Monate vergangen, ich habe dann meine Geschäfte verkauft. Ich könnte mich wahren und habe das Land verlassen. Prompt wurde ich dann wieder verhaftet, nochmal 4 Tage. Und dann hat man das Verfahren zum 2. Mal eingestellt. Ich bin mir absolut sicher, das war reinste Willkür, denn man hätte das Verfahren auch ohne weiteres 4 oder 5 Tage vorher einstellen können. Man hat das nur gemacht, um mich nochmal in den Knast bringen zu können. Aber als ob so viel Blödheit nicht ausreichend wäre, wurde ich dann eine Woche später gleich zum 4. Mal verhaftet. Weil die Deppen es natürlich vergessen haben, auch im Computer zu löschen, dass ich längst freigesprochen wurde. Wie gesagt, eigentlich schon 2 Mal. Das heißt, beim Grenzübergang in Tschechei wurde ich zum 3. Mal verhaftet, war dann noch mal 3. Das heißt, bei der ersten Geschichte, die ich glasklar gewonnen habe, wo ich niemals was gemacht habe, habe ich es echt geschafft, mich 4 Mal zu verhaften. Das ist wirklich eine tolle Leistung. Dann kommen ja noch diese beiden Verhaftungen wegen dem T-Shirt mit der Aufschrift Prozessbeobachter dazu. Ich möchte hier auch mal noch eins sagen, es gibt zwar viele Identitätsjournalisten, Schwarzgiebel, aber ich habe auch ein paar andere dort kennengelernt. Ich denke, gerade die Verhaftung wegen dem T-Shirt mit der Aufschrift Prozessbeobachter hatte doch im Landgerichtsbezirk Essen für Riesenfurore gesorgt. Als ich das erste Mal war ich ja 3 Tage in Essen, da durfte ich gar nicht hin, weil Essen für die Ordnungshaft gar nicht zuständig ist. Eine Woche später hatte ich dann eben wieder ein Strafverfahren, wo am Ende selbst der Staatsanwalt, Oberamtsanwalt, nein, ein Amtsanwalt war das, ein Amtsanwalt, der ist kurz danach Oberamtsanwalt geworden. Dieser Amtsanwalt selber hatte einen Freispruch gefordert und den habe ich auch bekommen. Trotzdem bin ich dann wieder für 4 Tage in den Knast gegangen, weil dem Richter mein T-Shirt mit der Aufschrift Prozessbeobachter noch immer nicht gefallen hatte. Dies hatte, wie gesagt, für Furore gesorgt und als ich nach dem Knastbesuch das Landgericht betreten hatte, die hatten dort sinnigerweise eine Ausstellung über die Unrechtsjustiz des Dritten Reichs. Ja, die verhaften hier Leute wegen einem T-Shirt mit der Aufschrift Prozessbeobachter und machen gleichzeitig eine Ausstellung über die Unrechtsjustiz des Dritten Reichs. Wo ist denn da bitte sehr der Unterschied? Und wo bitte sehr, ihr verfluchten Schwarzkittel, ist denn der Unterschied hier? Streitwert 5.000 Euro, 600 Euro kosten, soll der Gewinner bezahlen, neben dem man das Verfahren ja aufgedrängt hat. Ich wollte doch gar nicht klagen. Ich wollte nur eine Seifenblasenpistole auf der Demo einsetzen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Und um das zu erreichen, musste ich klagen. So, dieser Richter sagt, nachdem er ja zunächst selbst gelächelt hat, als er das Ding gesehen hat, kann man doch nicht mit einer echten Waffe verwechseln, ist doch ein Witz. Dieser Richter sagt, er würde, wenn er in Hauptsacheverfahren darüber zu entscheiden hätte, also wenn die Polizei das Verbot nicht zurückgenommen hätte, dann würde er mir diese Seifenblaspistole den Einsatz auf der Demo nicht genehmigen. Ja, ja, ja. Warum? Wo er selber gesagt hat, sie ist mit einer echten Waffe nicht zu verwechseln. Er hat eine Logik, die an Dummheit kaum zu überbieten ist. Denn er sagt, man könnte ja in diese Waffe nicht nur Seifenblasen, sondern auch eine Säure einfüllen und könnte dann damit eine Säure versprühen. Mein lieber Herr Richter, ich weiß nicht, was Sie
Wenn das Schule machen würde, würde es ab morgen überhaupt keine Demo mehr geben. Denn ich kann eine Säure in jede Cola-Flasche, in jede Limo-Flasche füllen. Das heißt, man darf also auch zu Demos demnächst keine Cola und keine Limo-Flaschen mehr mitnehmen. In was für einer Traumwelt leben Sie eigentlich? Dann noch ein bisschen was Technisches. Mal abgesehen davon, dass ja Seifenblasenflüssigkeit auch eine Lauge ist, muss man ja mal davon sagen, dass wir eine völlig unterschiedliche Funktionsweise haben zwischen einer Seifenblasenpistole und einer Wasserpistole. Bei einer Wasserpistole kann man tatsächlich Säure reinmachen und die versprühen. Kann ich vielleicht einen Meter mitspritzen, vielleicht sogar fünf. Ich könnte da drüben die drei Damen damit erreichen. Bei einer Seifenblasenpistole geht das nicht. Wenn ich in einer Seifenblasenpistole mit so einem Druck arbeiten würde, mit so einem Druck, dass ich Flüssigkeiten Meter oder mehr versprühen könnte, würden ja keine Seifenblasen mehr entstehen. Das Einzige, was hier passiert, wenn die Flüssigkeit geht ein bisschen nach oben und dann kommt ein bisschen Wind dazu, was aus der Lauge, aus der Seifenblasenlauge die Blasen macht. Damit ist es gar nicht möglich, über mehrere Meter irgendeine Säure zu versprühen. Ich glaube wirklich, der Richter, der den Scheiß hier erzählt hat, der ist selber besonders hat die hier durchgebrannt. So, da bin ich damit auch nochmal durch. Ja, also wir stehen hier und ich werde trotz alledem hier Rechtsmittel einlegen, auch wenn der Richter behauptet, es sei nicht möglich. Interessant dabei ist, der Richter sagt, ich kann gegen die Entscheidung, dass ich die Kosten tragen muss, kein Rechtsmittel einlegen. Ich kann aber über die Höhe des Streitwerts, über 5.000 Euro, kann ich Rechtsmittel einlegen. Wenn das so ist, dann frage ich mich, warum habe ich dann schon einen Tag nach der Entscheidung des Richters vom OLG den Kostenbeschluss über die 600 Euro gekriegt. Normalerweise ist dieses Beamtentum nicht so schnell. Da hat sich einer richtig Mühe gegeben. Und zwar bevor die Sache überhaupt rechtskräftig ist, verschicken die schon die Rechnung und sagen, du musst bezahlen. Ich sehe das eigentlich schon wieder irgendwo als so eine Art Nötigung an. Jo. Also laut Richter ist gegen den Streitwert Rechtsmittel möglich. Ich werde aber auch Rechtsmittel gegen seine Entscheidung einlegen. Weil man hat mir inzwischen mitgeteilt, es gibt ja auch noch beanständige Juristen, dass bei dermaßen willkürlichen Urteil ein Rechtsmittel immer möglich ist. Ja, hier ist zwar keine ordentliche Beschwerde möglich gegen den Beschluss, aber bei so viel Dummheit und bei so viel Willkür ist das halt wohl dann doch wohl möglich und genau das werden wir ja machen und dann wollen wir mal abwarten. Und vielleicht sehen wir uns dann ja in Kürze mal wieder und müssen ihn vielleicht entscheiden, mitteilen, dass das Oberverwaltungsgericht in Münster vielleicht ja auch noch versucht, den Kollegen zu decken. Vielleicht aber hat sich die Sache dann ja auch erledigt. Man wird es sehen. So, für mich wäre das hier eigentlich im Moment alles. Hat noch einer was zu sagen? Hat noch einer Fragen? Ja? War ich deutlich genug? Ja. Okay. Maike, die hat drin, die könnten das auch begriffen haben. Du glaubst das nicht? Ja, die sind lernresistent, das stimmt schon. Die Damen haben auch keine Fragen. Die drei Damen, ach nee. Okay. Ja, alles friedlich abgelaufen hier, auch ohne Polizei. Die wussten eigentlich, dass wir hier sind. Aber okay. Angemeldet, Umzug zum Verwaltungsgericht, na Quatsch, zum Sozialgericht, weil gegenüber vom Sozialgericht, da gibt es die Freislerstuben. Ne, jetzt habe ich mich glaube ich vertan, ich glaube da war ich zu weit. Friesenstuben. Die werden vielleicht demnächst mal umbenannt in Freislerstuben, wenn auch mehr von denen mal da hingehen sollen. Aber bisher heißt sie noch Friesenstuben. Ich habe mich vertan, sorry. Freislerstuben. Ja. Das wäre die richtige Gaststätte für euch, die Kantine. Okay.